Spielzeugdrohnenfilm mit Christian und Paul. Und Alina, wie war die Schule? Ja, hat heute eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Ich habe gehört, du hast in letzter Zeit nicht so große Lust gehabt, in die Schule zu gehen. Nee, eher nicht so. Aber die Mama hat mich wieder motiviert. Ja, das ist gut, das ist gut. Wo ist eigentlich die Mama? Die holt gerade die Emma ab. Die müssten gleich hier sein. Und wo ist dein Bruder? Der ist auf dem Heimweg, der ist auch gleich hier. Warum fragst du denn? Wir müssen auf jeden Fall heute noch was besprechen. Oh, da kommt die Carmen. Ich mache ihr mal die Tür auf. Okay, und was müssen wir denn besprechen? Das verrate ich dir gleich. Hallo ihr zwei, endlich seid ihr zu Hause. Ja, endlich sind wir zu Hause. Ich bin auch froh, dass der Tag jetzt vorbei ist. War ganz schön anstrengend. Ich habe die Emma noch abgeholt. Und dann wollen wir uns jetzt erstmal ausruhen. Ja, das kann ich verstehen. Am besten ihr kommt mal ins Wohnzimmer, wir müssen was besprechen. Oh, ist denn irgendwas passiert? Nein, nein, nichts Schlimmes, macht euch da keine Sorgen. Okay, ich leg meine Sachen ab und dann gehen wir ins Wohnzimmer. Okay, perfekt. Was der sich schon wieder ausgedacht hat. Ich ahne nichts Gutes. Na komm, Emma, wir gehen mal ins Wohnzimmer und hören uns mal an, was er zu sagen hat. Dann hebe ich dich mal aus deinem Kinderwagen. Komm! Jetzt fehlt nur noch der Robin, dann können wir endlich reden. Mensch, Papa, du machst's aber ganz schön spannend. Kannst du uns nicht schon mal einen Tipp geben? Okay, einen Tipp gebe ich euch. Es hat auf jeden Fall was mit dem Sommern zu tun. Ah, da hat sie auch schon geklingelt. Jetzt kommt noch der Robin. Ich mache ihm schnell auf und dann reden wir. Na Robin, wie geht's dir? Ja, alles gut. Kann ich hochgehen? Nee, komm mal bitte mit, wir müssen mal im Wohnzimmer reden. Ich hab euch was zu erzählen. Okay. Ist es was Schlimmes? Nein, nein, es ist was ganz Gutes. Okay, ich komm mit. So, jetzt sind wir alle vollzählig. Ich hab ja gesagt, ich muss euch was erzählen. Ja, Papa, jetzt erzähl's auch endlich. Wir warten jetzt schon 10 Minuten. Was ist denn los, Stefan? Was ist denn passiert? Sag's uns doch. Okay, es ist nichts Schlimmes. Ich habe heute beschlossen, dass wir im Sommer in den Urlaub fahren. Juhu, yeah! Echt? Und wohin? Ja, das wollte ich mit euch besprechen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Mein erster Vorschlag ist, dass wir campen gehen als Familie. Hört sich nicht so cool an. Oh nee, das ist ja unbequemer als bei mir im Bett. Ja, na und ihr könntet ja mal ein bisschen in die Natur kommen. Nee, das tue ich mir nicht an. Dann gehe ich jetzt lieber in mein Zimmer. Halt, Robin, bleib mal hier. Setz dich nochmal hin, ich habe noch zwei andere Vorschläge. Okay. Den zweiten Vorschlag, den ich habe, ist, dass wir auf einen Bauernhof Ferien machen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Dann können Emma und ich ja mit den Pferden reiten. Na, für mich ist das auch nichts, Papa. Ich glaube, dann bleibe ich zu Hause. Okay, dann habe ich noch einen dritten Vorschlag. Und der ist, dass wir in ein Ferienhaus fahren. Ja, das hört sich gut an. Endlich mal raus von zu Hause. Und Robin, wie findest du das? Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde mich auch mal freuen, wieder hier rauszukommen. Carmen, was sagst du dazu? Wenn die Kinder das wollen, mir ist es eigentlich egal. Dann würde ich sagen, fahren wir ins Ferienhaus. Juhu! Yeah! Urlaub, Urlaub! Okay, Kinder, dann ist das jetzt beschlossen. Wir fahren im Sommer in das Ferienhaus.